Der südafrikanische Rand war vor kurzem in einem dreijährigen Abwärtstrend begriffen und das Leistungsbilanzdefizit des Landes verringerte sich im dritten Quartal weniger als erwartet. Heute ist John Cairns von RMB an der Leitung, um uns mehr zu erklären. John, würden Sie bitte die wichtigsten Faktoren erläutern, die im Moment auf die Währung wirken? Wie Sie erwähnten, macht der schlechte Zustand der Leistungsbilanz sicherlich Druck auf den Rand im Moment, aber während des Jahres stammte der Druck auch vom sehr starken Dollar. Wie alle Währungen in der Welt ist auch der Rand unter Druck geraten, als sich der Euro-Dollar nach unten begab. Südafrika ist auch mit eigenen Herausforderungen konfrontiert. Das Wachstum ist sehr schwach, die politische Lage empfindlich und Ungleichgewichte sind groß. Südafrikas Inflationsrate ist im November auf 5,8% gesunken und bleibt damit innerhalb des Zielbands der Zentralbank. Den dritten Monat in der Reihe glauben Sie, dass die Inflation weiterhin zurückgeht? Die Inflation sollte Anfang neuen Jahres nachlassen. Wie überall in der Welt kommt es auf den Ölpreis an und unsere Benzinpreise sind direkt an den Dollarölpreis und den Wechselkurs geknüpft, sodass die Schwäche des Rands den Effekt etwas mindert. Aber der starke Rückgang von Ölpreisen wird auf jeden Fall inländische Treibstoffpreise reduzieren. Darüber hinaus lassen auch die globalen Lebensmittelpreise nach. Daher kann die Inflation von 5,8% im November auf 4% und abwärts im April, Mai 2015 sinken. John, welchen Ton erwarten Sie von der nächsten Zinsentscheidung am 29. Januar und wann wird die Zentralbank Maßnahmen ergreifen? Es ist eine schwierige Frage. Eigene Inflationsprognosen der Zentralbank zeigen, dass die Inflation innerhalb des Bandes bleibt und mit den schwachen Wachstumsaussichten würde sie lieber Zinserhöhungen vermeiden. Doch der jüngste Randanlauf von 11 bis auf den Höchstwert seit 2008 von 11,56 setzt die Reservebank wieder unter Druck. Die Bank setzt zwar keine Zielwerte für den Rand, aber natürlich beeinflusst der schwache Rand Inflationsaussichten und der Finanzmarktstabilität ist auch Rechnung zu tragen. Im Januar wurde bekanntlich der Zins um 50 Basispunkte erhöht und das war eine direkte Reaktion auf die damalige Randschwäche im Hinblick auf die Tapering-Besorgnis aus den USA. Die Reserve Bank bleibt nach wie vor in einer schwierigen Lage. Sie muss Zinsen normalisieren, das heißt sukzessive erhöhen, aber andererseits muss sie auch schwaches Wachstum ausgleichen und daher wird in jeder Sitzung diese schwierige Frage aufgeworfen. Wir bei der Rand Merchant Bank sind der Ansicht, dass es im ersten Halbjahr zu keiner Zinserhöhung dank der rückläufigen Inflation kommen sollte, aber es bleibt jedenfalls Spielraum für vielleicht zwei weitere Schritte von jeweils 25 Basispunkten. John, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Wir bleiben im Kontakt. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, denn wir haben noch viel Interessantes für Sie. Auf Wiedersehen.